Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 14. Mai. Ich habe gesagt, guten Morgen, weil ich mir an die meisten lesen, die Losungen am Morgen. Aber ich kann natürlich auch sagen, einen schönen Tag wünsche ich euch. Ich lese aus Hesekiel 16, Vers 60. Ich will gedenken an meinen Bund, den ich mit dir geschlossen habe zur Zeit deiner Jugend und will mit dir einen ewigen Bund schließen. In einem Mal Richard, er hatte einen anderen Namen. Der Richard hat sich ganz früh mal in einem Kinderlager Jesus zugewendet, hat Gott vertraut, hat gesagt, ich will dein Kind sein, ich will die Jünger sein. Und dann ist die ganze Pubertät über ihn übergeschwappt. Und es hat gerumort und gärt. Und so habe ich ihn kennen in der Konfirmandenzeit als eigentlich einer, der zwar immer das Gute wollte, aber immer das andere hat gemacht. Und so waren wir zusammen unterwegs gewesen. Jedenfalls kurz nach der Konfirmation, wo er wirklich im Jesus war und mir auch noch ein paar Steine in den Weg gelegt hat. Kurz nach dieser struben Zeit habe ich ihn im Spital besucht. Er ist in einem Drogenrausch, einen Felswang abgefallen, ist auf den Rücken gefallen, musste monatelang im Streckbett liegen. Die Spitalzeit hat ein bisschen an seinem Teenie ungestüm gehobelt, an seinem Stolz. Und er hat auch Zeit nachzudenken über das und jenes. Und er hat sogar erlaubt, dass ich mit ihm betet. Es ist ja auch gut gekommen, er ist wieder in die Arbeitswelt eingestiegen, hat noch eine Zweitausbildung gemacht. Und das hat ihn gang hin und her gerissen in verschiedenen Welten. Und so ist es gekommen, dass ich ihm mal gesagt habe, kommst mit in ein Konflager, ich könnte einen guten Mitleiter brauchen. Er war sehr musikalisch, hat mehrere Instrumente gespielt. Er ist mitgekommen. Und im Konfirmandenlager haben wir auch wieder Zoff gehabt zusammen. Es hat nicht so geklappt, wie es sollte. Und so haben sich unsere Wege immer wieder ein bisschen gekreuzt. Und ich hatte immer ein bisschen eine Enttäuschung in mir drin. Ist jetzt das alles von diesem guten Start? Und auf der gleichzeitig habe ich gewusst, es ist noch nicht alles. Es wird sich noch ändern. Der Anfang, der hat etwas sehr Starkes in sich. Gott hat etwas in ihn hineingelegt. Das ist im Moment noch ein bisschen unter der Lawine. Aber das wird vorkommen. In unserer Kirchgemeinde haben wir ein Jugendgebet, da treffen wir uns in der Woche, beten für solche, die noch vor der Konfirmation stehen, solche, die wir schon bereits in die Weite der Welt entlassen mit dem Konfirmandenwort und Segen, und wo wir wissen, Gott hat etwas vor mit ihnen. Und das ist so ein Name, der immer wieder gefallen ist über Jahr und Tag. Und wir haben immer auch gedacht, genauso wie Gott sagt, ich will gedenken an meinen Bund, den ich mit dir geschlossen habe zur Zeit deiner Jugend. Auch wir haben immer gedacht, dass es da einen Bund gibt. Etwas, das angefangen hat, aber noch nicht erfüllt ist. Und so ist es gekommen, dass eines Tages das Lüti gegangen ist bei mir. Und wer steht vor uns vor der Tür? Es war wieder er. Er hat mir gesagt, ich muss dir etwas erzählen. Und dann ist er reingekommen, wir sind abgehockt. Er hat mir eine lange Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die ein gutes Ende genommen hat. Aber er hat mir auch einiges beichtet. Sachen, die ich gedacht habe, hei, wenn ich das dann zumal hätte gewusst, in diesem Konfirmandenlager und so weiter. Hat mich ein bisschen das Graue gepackt. Aber ich konnte das auf die Seite tun. Ich konnte sagen, ich vergebe dir. Das ist gut. Und nachher haben wir zusammen gebetet und all das besiegelt, was früher auf falschen Schienen gelaufen ist, das haben wir nachher eingerenkt. Und später habe ich diesen jungen Mann getraut. Er hat eine ganz flotte Frau gefunden. Es ist eine gefreute Familie. Sie gehen wirklich sehr klar den Weg mit Jesus. Ich will mit dir einen ewigen Bund aufrichten. Es ist nach dem Kinderanfang nicht selten so, dass Gott das, was er dort hat gesagt, in eine bleibende Form hineinbringt, in ein Lebensbündnis, das nachher trägt. Wir lesen jetzt zum Schluss aus Johannes 10, 27. Wunderbare Worte, die sich eben auch wieder bewahrheitet haben in seinem Leben. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.